Willkommen zurück bei Borderlands, wo wir heute die Quest A Game of Games fortsetzen. Ja, klingt ja wie Throne of Thrones oder so. Keine Ahnung. Ach, es fängt an und gleich schon mal eine erste unlustige Anspielung. Das macht immer so viel Spaß, mit dir zu spielen. Ja, wir müssen ja wahrscheinlich auch noch irgendwann den Ring der Ringe ins Feuer der Feuer werfen. Ja, man weiß es nicht. Oder vielleicht noch Dark Souls spielen. Das sieht doch nach einer Falle aus, das Ding da oben irgendwie, aber war es wohl nicht. Okay, Munition, ja gut, brauchen wir eigentlich nicht, haben Übrigens, wir ja noch gerade. Sled hat ja mal behauptet, dass da irgendwelche Gegner neutral gewesen wären, weil die gelb sind. Und dann habe ich mir dann den Videobeweis angeguckt und die waren nicht neutral, die hatten einfach eine verstärkte Panzerung. Und er dachte, das sind neutrale Gegner. Ja. Und deswegen hatten wir da auch so harte Probleme teilweise, weil wir quasi von extra starken Gegnern überrannt worden sind. Und wir haben natürlich auch keine Säurewaffen, womit wir die ein wenig, Alter, hier, ne, einfacher wegmachen können. Ja, ich hab eine Slack-Waffe. Ich glaube, Slack funktioniert auch auf die. Aber Säure ist, glaube ich, Optimum. Ja, Säure durchätzert irgendwie. Was ist das denn hier, was hier mal liegt? Das ist irgendwie eine Kackwaffe. Oh, da kommt noch so ein Moped-Mann. Geh ran, Deathstrap, mach ihn. Ja, ich kann auch drauf schnetzeln. Ich mache auch mittlerweile dezenten Schaden und wenn ich jetzt gleich level, mache ich dann nochmal 50% mehr Melee Damage. Das ist echt cool. Und ich mache jetzt mittlerweile auf die Gegner, also auf denen habe ich jetzt 900 Schaden gemacht mit einem Schuss. Mit von dieser Waffe hier. Da ist noch einer. WTF, habe ich mich erschrocken. Wo kam der denn her? Das heißt, wenn, also gleich level ich auch und dann sollte ich vollen Schaden wieder gegen die machen mindestens. Und du sollst ja auch bald leveln. Das wird auf jeden Fall schön. Das freue ich mich schon. Mini-Balken. Patti-Patti-Ti. Ach, Sesamstraße. Mini-Mini. Nee, ich werde es nicht tun. Da oben ist noch so ein Ork-Zerger. Da spielt mein Deathrap gerade mit. Ja, komm einfach hier hoch. Was hältst du davon? Da hinten ist, glaube ich, eine Secret-Kiste. Ja, ist auch. Eine Secret-Kiste? Ja, die ist voll Secret. Ach so, da kann man einfach außen rumlaufen. Lass mich raten. Oh, irgendwann schießt die auf mich. Ja, egal, ich hol mir die Secret-Kiste. Ah, jetzt ist der Ork-Zerger runtergesprungen. Ach so, das sind nur ganz normale Kisten. Ah, cool, Ding. Level. Ja, bei mir auch. Nee, ja, bei dir, ja, ich hab weiß. Deinen. Alter! Troll. Das war so ein Meta-Troll, weil ich ganz genau wusste, dass ich vor dir leveln werde. Und dann, als du es gesagt hattest, dann konnte ich einfach nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Ja, ja, natürlich. Kann nichts dafür. By the way, ich habe eine neue Waffe. Juhu. Die ich gleich ausrüsten werde. Ich hoffe. Ich kann erst auf Level 30 ausrüsten. Die wollte ich natürlich nicht ausrüsten, sondern ich habe eine neue Shotgun. Da will ich gleich mal gucken. Oh, geil. Die hat so ein vernünftiges Zielfernrohr. Ich weiß auch, dass sie schneller lädt und mehr Damage macht. Hier ist übrigens eine dicke Kiste. Was? Wo bist du denn überhaupt? Ja, hier hinten. Ja, hier, bei mir. Hier ist Iridium in der dicken Kiste und hier sind Assault Rifle Schaden plus 10%. Das kannst du dir vielleicht nehmen. Und hier gibt's noch einen. Die sind beide eher für dich, glaube ich. Guck dir mal an. Ich guck mal. Was hier gibt. Ich gucke mal. Also, ich benutze ja eigentlich fast nur Assault Rifles. Da ist vielleicht. Naja, mittlerweile nutze ich eigentlich MG mehr, weil das halt noch schneller ist. Du Elitist. Ja. Achso, ich habe meinen Skill noch nicht verskillt. Natürlich. Ich hab mich noch nicht verskillt. So, hier, Stimmen verstummen lassen, natürlich. Und noch zwei Level, dann bin ich bei meinem Ultimate und dann bin ich glücklich. Dann werde ich nur noch hier alles wegschnetzeln, hoffentlich. Zumindest für. Dann kann ich ihn endlich wieder ressen. Ja, der ist ja mittlerweile schon langweilig geworden zwischendurch. Hoch. Ein Klassenmod Fleischknirsch. Was? Okay. Ja, das ist Explosionsschaden oder so. Ich komm mal zu dir, du fühlst dich ja sicherlich schon ganz alleine, richtig? Was liegt denn da? Sieht aus, als würde der Handsome Hexer Orks rüber katapultieren, um euch aufzuhalten. Vorsicht! Orks katapultieren. Geh mal lieber. Oh ja, da kommen die. Wo? Na, hier hinten. Ach, da. Ja, und da links in dieser Gasse ist natürlich auch noch, eine Quest, wollte ich sagen. Ja, die holen wir gleich erst. Und dein Schaden jetzt natürlich wahrscheinlich, weil du jetzt weiter on Level bist, auch keine angestiegen. Keine Ahnung, ne? Habe ich nicht geguckt gerade, weil ich noch nicht geschossen habe. Ich muss nochmal mit der Waffe hier schießen. Ja, holen wir uns nochmal hier die Quest, oder? Oder nicht? Ja, nee, die holen wir uns nicht. Nicht? Oh. Guck mal, der hat eine Rüstung. Ja, der hat eine Rüstung. Sieht aus wie so leer. Der hat ein, was?
Ja, mit dem Kochtopf auf dem Kopf? Oh, das ist... Naja. Könnte Solaire sein. Ah, Solaire hat eher so ein Hemdding als so ein anderes, oder? Naja. Solaire hat einen Kochtopf auf. Also die Quest hast du jetzt angenommen. Nee, nein, noch nicht. Natürlich nehmen wir die an. Was ist denn das für eine dumme Frage? Wir stehen direkt daneben. Ich habe vor kurzem einen Drachen erlegt, konnte aber keine einzige Schusswaffe bei der Leiche finden. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Meine Kollegen sind Ninja-Lieder. Ihr müsst sie erledigen und zurückholen, was sie gestohlen haben. Ah, Ninja-Looter. Der Term ist nicht so bekannt im Deutschen gewesen, aber es gab halt, keine Ahnung, bei Diablo 2 zum Beispiel sowas, so Ninja-Looten immer. Natürlich ist es eigentlich bekannt. Also besser gesagt, selbst wenn man den Begriff nicht kennt, man muss einfach mal gucken, was Seppo hier betreibt, das ist eigentlich Ninja-Looting. Ja, genau. Dann weiß man schon Bescheid. Und dann sagt er immer, ich bin der Troll von uns beiden. Ja, ich passe mich den Gegebenheiten an. Alter! Ich hab mich selber damit getroffen. Verdammt, bin ich dumm. Oh Mann, ey. So. Da vorne sind wieder irgendwelche Schrein-Mopeds. Wo müssen wir jetzt hin? Wollen wir erstmal hier gucken, ob hier nicht nochmal irgendwie eine tolle Kiste oder sowas ist? Ach nee, wir müssen eh dahinter. Da ist ein Schrein. Das ist der Brühe, glaube ich, aber nee, oder? Ach, das ist die Nebenquest, kann das sein? Ach, ja. Die Finsternis müssen wir abschießen. Na dann. Schießen wir mal die Finsternis ab. Auch schön. So, geheime Wand. Was? Quest? Ja, da sehe ich was dahinter. Aber wie kommt man da hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich doch dann da hier durch hier oder so. Ich weiß es nicht. Warte mal. Sir. Das Spiel verwirrt mich. Ja, machen wir jetzt die Nebenquest? Die ist ja quasi in der Nähe. Wenn man da irgendwie... Wenn man da hinkommt. Ich weiß es nicht. Oh, hier. Da ist ein Ork-Klopfer, der gleich kommt. Wenn ich mal treffe... Achso, ich bin, glaube ich, zu weit weg, um den zu treffen. Nein, er kommt. Ja. Alter, und wie er kommt? Ja, keine Ahnung. Der war höheres Level, aber mein Schaden scheint sich immer mehr zu normalisieren, glaube ich. Was haut mich denn hier? Keine Ahnung. Oh, jetzt hab ich dich angeschossen. Du Frechdachs, du. Ah, Mann. Ja, funktioniert ja super mit deinem neuen Level. Ich hab noch nicht den tollen Skill, Mann. Das dauert noch. Jetzt schon wieder die Ausreden. Ich hab doch gesagt, es dauert noch 2 Level, dann habe ich meinen super Skill. Aber ich kann auch den hier machen. Mit meinem Raketenwerfer. Was ist denn eigentlich das hier für ein rotes Ding? Verteidigungsschrein. Munitionsschrein. Was haben wir denn hier noch? Schadensschrein. Willst du nicht den Schadensschrein mal an die Hand nehmen oder so? Nö, ich will hier Captain Badass Orks Kriegsherr. Alter, geh weg! Ja, meine Waffe macht schon ordentlich Wems hier. Die Shotgun. Ah, der hat so eine weite Range immer. Ja, so. Der haut richtig schön mit seinem... Der levelt, ja. Alter, ich stehe hier im Feuer. Das ist nicht so schön. Das ist auch in Dark Souls nicht gut. Oh Mann. Nein! Es kommt auf mich zu. Ich habe meinen Skill noch nicht ready. Ich bin tot. Ich auch. Holz drauf, den kriegen wir vielleicht. Ja. Ich kann mit meinem Raketenwerfer schießen. Der levelt nochmal. Mann. Okay. Ja, Feuer drauf. Feuer. Ja, ich Feuer. Feuer. Ja. Wo ist er denn? Da. Wenn er nicht hier so rumhüpfen würde wie ein Flummi. Oh ja! Nein! Yes. Ich bin tot. Oh nein! Oh Mann, Alter! Eine Sekunde mehr. Ja, eine Sekunde mehr und ich hätte dich halt Insta ressen können, aber. Naja. Naja, wird wahrscheinlich ja jetzt nicht so weit sein. Ohne Späßen nichts gewesen. Doch, es ist schon ein ganzes Stück. Soll ich schon mal ein Stückchen weitergehen? Ja, mach mal. Passt schon. Ich werde wahrscheinlich eh gleich draufgehen dann dafür. Oh, aber ich hatte mit dem Tod ein Level-Up. Ja. Oh Mann, ey. Dann kann ich ja erstmal hier meinen Skillpunkt verskillen. Also, ganz ehrlich, ich raff nicht, wie man da hinkommt, wo die Quest sein soll. Hier weiß ist nicht. Irgendwie ein... Ach, da hinten ist gleich nochmal so ein Finsternis-Ding. Nee, oder? Weiß ich nicht. Ich sprinte hier mal derweil zu dir hin. Ich kann nicht nochmal an die Tür gucken. Oh, ich habe da irgendwas angelockt. Ein Ork-Zepper, aber der haut wieder ab. Das werde ich aber nicht erlauben. Habe ich den mit einer Granate gekillt?
Tatsächlich. Oder man hier eventuell, weil hier ist ja auch so eine Kiste. Hä? Nee, hier ist einfach nur, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier nochmal bei diesem Questgeber, der uns die Quest gegeben hat. Aber da finde ich auch nichts Neues. Die Kiste da ist einfach zu. Das ist wahrscheinlich die Belohnungskiste, wenn wir die Quest halt fertig gemacht haben. Keine Ahnung, man sieht aber auch eben, da ist ein Guckloch. Und man sieht halt da rein, vielleicht kann man da hinten irgendjemanden anschießen oder so. Nee, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Hier ist noch so ein Feuer. Ah. Was hast du hier? Wo bist du? Bei diesem Orkzerker. Weiß nicht, ob du da schon warst. Keine Ahnung. Nee, ach so. Du bist eine Ebene höher gegangen, oder was? Ja, ich bin da einfach jetzt erstmal weitergegangen. Das sah ja so aus, als ob ich da so ein bisschen in die Richtung komme. Ja, ich war hier vor diesem schwarzen Loch gestanden wie ein Trottel. Ich bin da noch nicht gewesen. Warte mal kurz auf mich. Ein klein wenig. Ich habe nämlich Angst ohne dich. Im dunklen, dunklen Wald. Zu Recht. Ja, weil dein hier Ding ins Viech voll Imber ist und so. Ja, aber ich muss mal ein Stück nach vorne, weil hier Kollege Moped Trap macht hier schon Action. So, da muss ich natürlich erstmal schön mitbolzen. So, einfach mal hier die ganze Menge halten. Der freundliche Ritter. Ja, sehr freundlich. Alter, er kommt wieder. Ich sehe bei dem gar nichts. Ach, jetzt nicht, dass es ein Ork-Gorilla ist. Nee, ich habe keine Namensplakette gehabt. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Da hinten müssen wir hin, oder? Ja, ich weiß, aber jetzt sind wir ja mal gerade hier im Sog. Ach so, wir haben. Ich geh das mal hier holen da hinten. Wahrscheinlich muss ich den Typen jetzt da töten, also. Machen wir hier noch den weg. Das ist hier dieser Dornentyp, das ist hier Kirk. Ja, Moment, erstmal nicht triggern. Hier sind dann ganz viele Menschen, die ich gerade noch wegmachen muss. Komm doch einfach zu mir. Ja, nein, mein Death Trap ist doch noch aktiv. Der schnetzelt doch noch. Ach Mann, Alter, dann komm halt ich. Ja, wäre kein schlechter Plan. Ach Mann, er muss da jetzt hier wieder irgendwelche Fights einfangen, wenn ich wo ganz anders bin. Das finde ich nicht sehr nett. Ja, du bist falsch abgebogen. Ich war hier eher als du. Guck mal auf die Karte, wo die Quest ist. Ich weiß, aber dann habe ich ja hier die Menschen gesehen und ich hatte Deathtrap draußen. Da habe ich gesagt, dann kann man den ja mal noch sinnvoll nutzen. Und hier den ganzen Scheiß mal eben wegmachen. Alter, das werden ja immer mehr statt weniger, weil es ein Dach kaputt. Ist doch super. Ja, Paladin, Mann. Oh, wir machen erstmal den Bogenschützen, glaube ich. Der ist doch wieder hier mit seinem. Ja, scheiße. Genau, das wollte ich verhindern. Ich kann mich selbst fressen. So, bin wieder da. Ich hätte ihr gerade eh keinen Rest gegeben. Achso, na dann. Sehr freundlich. Der Paladin ist. Ach man, ich hab mich selber geslackt, verdammte Kacke. Oh fuck. Wobei die komischen Zusammenziehgranaten. Mach den mal weg, den Sturmritter. Bei jedem Gegnertyp funktionieren. Alter. Da hat er es mir aber gegeben. So, jetzt muss ich mal hier den Rittermann. Boah, ich sehe gar nichts. Hier, Rittermann, stirb doch mal. Gesegneter Ritter. Ey, der heilt sich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den platt kriege, weil der sich halt. Dankeschön. Ja, toll. Kriegst du den platt? Okay. Ich kann den Knappen killen. Ja, der Knappe rennt weg. Bleib mal stehen, Knappe. Jetzt kommt er close und ich habe meine falsche Waffe draußen. Bleib mal stehen, du Schwein. Ah, du bist gestorben. Nein, ich bin nicht gestorben. Ich wurde hier irgendwo weggekickt von diesem Kack-Paladin mit Schild. Ich habe keine Granaten mehr. So, jetzt, so, jetzt kriegt er aber mal ins Gesicht, Mann. Drecksack hier. So, jetzt können wir mal da zu der Quest gehen. Da ist Kirk. Ja, da sieht halt so aus wie Kirk. Dann könnte der andere tatsächlich so leer sein. Aber es wundert mich halt, warum würden die so viele Anspielungen auf einen Fleck halt. Also, ich meine, es sind halt so viele Anspielungen für Dark Souls. Ich meine, ein oder zwei hier oder da, ja gut, aber ist ja irgendwie jede Anspielung irgendwie Dark Souls? Das weiß ja nicht.
Das ist ja schon vielleicht ein wenig faul. Da kannst du dir nicht mal angucken. Ja, aber er sieht wirklich aus wie Ritter Kirk. Ja, sag ich doch. Hier überall die Dornendinger. Ja, weiß ich nicht warum. Vielleicht mögen sie das Spiel. Ich meine, gibt ja doch ein paar Menschen, die es mögen. Ja, lock den mal zu dem Schockfass. Ja, kann ich nicht. Ich kann den Deathflip nicht steuern. Tut mir leid. Ja, dann töten wir ihn halt so. Na, dann halt ohne Schockfass. Dann langweilig. Der Ninja Looter. Der Ausdruck ist so dumm. Der Ninja Looter. Der müsste da hinten dann sein. Achso, hier durchs Fenster. Kann man hier durchs Fenster springen? Hallo? Ich will hier durchs Fenster springen. Dankeschön. Warum? Weiß ich nicht, weil es der kürzeste Weg ist. Mal, hier ist noch eine dicke Kiste. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe eine Herzattacke bekommen. Das ist eine Mimik, ja, und der Alter. Hat sich über mich lustig gemacht, als ich die Mimik hatte. Ich hatte eine Herzattacke bekommen, ich bin nicht gestorben, das ist ein Unterschied. Ich bin auch nicht gestorben, ich habe mich nur zu Tode erschreckt. Alter. Die Mimik hat mich gerade so was von mein Gehirn gefickt, das war nicht mehr lustig. Oh, mein Herz klopft immer noch wie verrückt. Alter. So gut, Alter. Ah, ich feier gerade ein bisschen. Ich habe nicht damit gerechnet, Mann. Ja, ich auch nicht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es das gibt. Doch. Nein. Ach so. Oh, die Mimik ist in eine Kiste verwandelt oder sowas? Nee. Achso, ja, egal. Alter, ey. Ah, erste Dark Souls und jetzt natürlich hier auch nochmal Mimics, damit man viel Spaß hat in dem Spiel, ey. Genau. Ach, geht doch weg mit sowas, Ich finde das so großartig. Ich sehe uns jetzt schon in Dark Souls 2 jede Kiste erstmal nur ankloppen. Ja. Dark Souls 2, darauf freue ich mich ja. Das wird bestimmt tolle. Haben wir jetzt hier was kaputt gemacht? Ach nein, da ist Sir bereit. Das ist doch Wahnsinn! Ich bin kein Ninja Looter! Ja doch, du musst sterben, Sir bereit. Wer ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Kann jetzt hier nichts erkennen. Oh, der wirft aber irgendwas. Der sieht so ein bisschen aus wie der Eisentakus. Ja, so ein bisschen. Aber, keine Ahnung. Muss es wohl das letzte Mitglied meines früheren Gefolges gewesen sein, das mich betrogen hat. Nur so kann es sein. So, und da müssen wir... Sir Eintopf. Großartig, ey. Alter, da müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Was heißt denn Eintopf auf Englisch? Das ist bestimmt ein lustiger Inside-Gag, den wir jetzt hier nicht bekommen. Ich glaube hier... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube hier rüberhüpfen. Nee, nicht schon wieder so... Bist du sicher? Nein, es ist eh zu spät. Alter, das schaffe ich doch wieder nicht. Ja, ich siehst du, ich bin runtergefallen. Hier ist eine dicke Kiste. Ich werf mal zwei Würfel. Ja, und ich glaube, ich bin da, wo wir hin müssen. Moment. Die Kiste hat sich geöffnet und darin sind zwei blaue Waffen. Ein Sniper, Level 30 und ein 717. Weiß nicht, ob es ein MG ist oder nicht. Nimm mal alles mit. Mach hat mal. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Warte mal. Ich komm mal. Kannst schon starten. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen, der ist irgendwo... Er ist da links oben. Ja. Wo ist er denn? Ist der Finger oben, wird man dich loben. Keine Ahnung, wie der Spruch weitergeht. Hä? Schieß mal auf die Kiste, bevor du sie angreifst. Das war so klar. Dreckskiste. Ich will nicht mehr. Ah, Gott, ey. Ich dachte mir schon, ey, die war schon wieder viel zu offensichtlich. Hier ist der Fahrstuhl zu Sir Eintopf. Push mal the Hebel. Alter! Penner! Ist besser so. Ich bin tot, rest mich doch mal. Mann! Warum erschießt du mich nicht? Das war einfach gerade zu lustig. Ich hab schon gezogen, aber also, das hat sich nichts getan. Ich glaube. Keine Ahnung. Ich meine, warum fährt der Fahrstuhl nicht? Ja, keine Ahnung. Vielleicht weil er keinen Saft oder so hat. Möge der Saft mit dir sein. Ja, wollen wir das auch später Also, oder wollen wir. Vielleicht muss man doch da oben springen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, bis jetzt war das Spiel noch nie so unfair, dass ich da nicht hin konnte.
Ja, keine Ahnung. Ja, nächste Aber wir Folge. Müssen wieder nach oben. Deswegen gehen wir einfach erstmal nach oben und gucken mal. Ja. Es kann auch sein, dass sich einfach die Tür da drüben jetzt geöffnet hat. Oder dass wir zurück müssen in, weißt du noch, wo wir diesen Unterschlupf hatten? Unterschlupf? Ja, da wo wir das Schwarze irgendwas kaputt gemacht haben, dass da vielleicht da ist. Ach so, ja, dann, du meinst dann direkt am, ja, die Tür meinst du? Ich glaube aber nicht, das ist zu weit zurück. Ich glaube, wir hätten da einfach weitergehen müssen. Wo sind wir denn lang gegangen? Hier, ne? Ja, warte mal, ich versuche nochmal mit meinem Sprung was zu reißen. Ach, da sind wir lang gegangen, ganz genau. Also, es muss ja irgendwo... Da oben war ich, dann bin ich da runtergesprungen, weil du gerufen hast, dass es riecht. Da oben müssen wir hin. Siehst, ich sehe ihn von hier. Komm mal her. Wo? Der ist, Siehst du da oben die grüne Kiste? Ja, die da so grün leuchtet. Ach, da ist er. Daneben steht so ein Topf. Ja gut, aber wie kommen wir da hin? Da wirst du nicht hinkommen, da kommst du nicht weiter, oder? Keine Ahnung, ich kann es ja nochmal probieren. Also du kannst mal, wir müssen uns eher durch dieses Gebäude da schlagen. Du kannst hier... auf diesen Stein springen und dann hier hoch. Ja, gut, aber und dann weiter. Ja, und dann weiter. Hier ist komisch. Ja, was ist denn das? Keine Ahnung. Und dann weiter. Ja, da kommst du nämlich nicht hoch. Also ich denke mal, wir müssen den ganz normalen regulären Weg hier durch das Gebäude nehmen. Dann werf mal die andere, dann werf mal die Hauptquest an. Vielleicht ist sie ja zufällig auch irgendwo. Ja, das machen wir offscreen. Wir machen mal nämlich jetzt kurz hier Kaffeepause. Ja, nicht? Schon? Keine Ahnung, ja, von mir aus gerne. Ich sag tschüss. Bis dahin.